Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat in seiner Rede vor dem US-Kongress Spekulationen zurückgewiesen, Israel werde den Gazastreifen nach Ende des Krieges besetzen. Das habe Israel nicht vor, sagte Netanyahu am Mittwoch in Washington vor den US-Abgeordneten. Vielmehr sollte der Gazastreifen eine Zivilbehörde haben, die von Palästinensern geführt werde, die allerdings nicht die Zerstörung Israels zum Ziel hätten. Ausdrücklich bedankte er sich bei US-Präsident Joe Biden. Ich möchte Präsident Biden für seinen unermüdlichen Einsatz für die Geiseln und auch für seine Bemühungen um die Familien der Geiseln danken. Ich danke Präsident Biden für seine aufrichtige Unterstützung Israels nach dem grausamen Angriff am 7. Oktober. Er hat die Hamas zu Recht als das Böse schlechthin bezeichnet. Er hat zwei Flugzeugträger in den Nahen Osten entsandt, um einen größeren Krieg zu verhindern. Und er kam nach Israel, um uns in unserer dunkelsten Stunde beizustehen. Ein Besuch, der nie vergessen werden wird. Netanyahu war von den Republikanern mit viel Applaus empfangen worden, als er in den Saal kam. Dutzende Abgeordnete der Demokraten schwänzten dagegen demonstrativ seine Rede und wiederholten ihre Kritik an der israelischen Offensive im Gazastreifen. Vor dem Kapitol protestierten tausende Menschen gegen den Auftritt. Die Sicherheitsvorkehrungen waren so streng wie seit Jahren nicht. Das Kapitol war von hohen Zäunen umstellt, und die Polizei zeigte starke Präsenz. Kurz vor Beginn von Netanyahus Rede berichtete die Polizei, Demonstranten seien gewalttätig geworden, sodass die Sicherheitskräfte Pfefferspray einsetzen mussten.